Zwei gängige Ansätze der Psychotherapie möchte ich aus neurobiologischer Sicht heute kritisch betrachten. Und das ist zum einen die Ursachenforschung in der Vergangenheit und zum anderen das Gespräch, die Gesprächstherapie. Alle Details in diesem Video, los geht's. Die zwei Aspekte, die Vergangenheit und das Gespräch sind natürlich eng miteinander verknüpft und verwandt. Also wenn ich über die Vergangenheit rede, wenn ich über die Kindheit rede, dann geht ja beides ineinander über. Ich versuche es trotzdem so ein bisschen zu trennen und möchte mal zeigen, an einem ganz einfachen Modell, wie so ein Problem sich im Gehirn abspeichert. Dazu zeichne ich hier ein einfaches Modell des Gehirns. Also du hast hier den Längsschnitt, also das Gehirn in zwei Hälften geschnitten, vorne, hinten, oben, unten. Und ich zeichne jetzt im Scheitellappenbereich des Gehirns ein rotes Dreieck. Das soll so quasi ein Problemnervennetz symbolisieren. Also das kann zum Beispiel eine negative Erinnerung sein, ein Erlebnis, an das, wenn ich dran denke, dass es mich belastet. Und es belastet mich, weil dieses rote Dreieck, dieses Problemnervennetz, in Verbindung steht mit tieferen Schichten des Gehirns, dem limbischen System, dort, wo unsere Emotionen verarbeitet werden. Das heißt, die Erinnerung ist geknüpft an eine negative Emotion. Wenn ich jetzt über dieses Problem immer und immer wieder rede, dann wecke ich auch immer und immer wieder diese Emotionen mit und wühle sie dadurch auf. Was aber auch passiert ist, wenn ich immer und immer wieder über dieses Problem rede, ist, dass ich dieses Nervennetz verstärke, ich trainiere es. Es gräbt sich sehr viel stärker im Gehirn ein. Wenn ich jetzt im Gegenzug aber argumentiere, naja, dann reden wir gar nicht über das Problem, ignorieren wir es. Bleibt es da, es wird nichts besser. Und immer wieder werde ich ja auch an das Problem dann erinnert oder irgendwas triggert dann diese negative Emotion. Das heißt also, das Ignorieren ist keine Lösung. Ganz im Gegenteil sogar, aus neurobiologischer Sicht muss man sagen, es ist richtig und wichtig, das Problemnervennetz zu aktivieren. Diese Nervenzellen müssen nämlich aktiv sein, sie müssen feuern, wie man neurobiologisch sagt, also Strom leiten und neurochemisch miteinander in Verbindung sein. Sie müssen feuern, damit sie neuroplastisch sind, damit sie veränderbar sind. Und jetzt kommen wir zum Prinzip der Lösung. Die Lösung besteht darin, das Nervennetz kurz zu aktivieren und dann etwas Neutrales oder vielleicht sogar Positives dem entgegenzusetzen, einen sogenannten Kontrast. Und durch diesen Kontrastierungsansatz kann es gelingen, dass hier eine größere Struktur, ein neues Nervennetz entsteht, wo das Problem eben in einem neuen Kontext sich befindet und wo eben nicht mehr diese negativen Emotionen so stark, ja vielleicht sogar gar nicht mehr mit ausgelöst werden. Und ich habe dann die Erinnerung, aber eben keine negative Emotion mehr. Also das wäre in Wahrheit der Weg, der zu gehen ist. Die Gefahr eben, wenn ich zu viel über Probleme und immer wieder über Probleme rede, ist und ich da nichts dagegen setze, dass ich sie in Wahrheit noch mehr trainiere. Das andere ist dieses Thema Vergangenheit, Ursachenforschung in der Vergangenheit, Wühlen in der Kindheit und so weiter. Unser Gehirn sucht nach Ursachen, möchte genau eine Ursache haben und finden und ist dann sozusagen happy. Das findet man in allen Bereichen. Wenn ich frage, warum ist die Berliner Mauer gefallen, dann wirst du mir eine Ursache nennen wollen. Bei komplexen Dingen ist es in der Regel selten eine Ursache. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich in die Vergangenheit reise? Ja, auch da bin ich ja wieder sehr stark im Problem. Und auch da ist jetzt wieder das Risiko da, dass ich das Problemnervennetz und diese negativen Emotionen wieder sehr stark trainiere. Ich habe im Mentalcoaching überhaupt einen sehr pragmatischen, man kann fast sagen, einen sehr flapsigen Ansatz. Ich sage in meinen Aus- und Weiterbildungen immer zu den Leuten, du, also wenn ich in die Hundescheiße gestiegen bin,
und mein Schuh verdreckt ist, dann ist es mir egal, ob es ein Schäfer oder ein Dackel war. Ich möchte wissen, wie kann ich diese Hundescheiße wieder loswerden? Wie kann ich den Dreck wieder abwischen? Und das ist auch mein Ansatz eben im Mentalcoaching. Und da bin ich ganz, ganz selten in der Vergangenheit. Da arbeite ich wirklich sehr, sehr viel mit der Zukunft. Natürlich am Anfang ist es wichtig, die Person auch bei dem abzuholen, wo sie ist. Und oft redet man auch gerne am Anfang noch über Probleme und über die Vergangenheit. Aber dann ist es wichtig, irgendwo einen Cut zu ziehen und dann mit mentalen Techniken im Hier und Jetzt zu arbeiten und mit richtigen Zielen und den richtigen Ressourcen sich auf die Zukunft auszurichten. Ich glaube, dass das neurobiologisch ein sehr guter Ansatz ist, weiß aber, dass der natürlich nicht immer so hundertprozentig umsetzbar auch ist. Es gibt einfach Situationen, da braucht man auch mehr die Beschäftigung mit dem, was war, und ein bisschen mehr die Beschäftigung auch mit dem Problem. Oder es gibt auch Menschen, die grundsätzlich mal gerne über ihr Problem reden. Aber da sind wir dann schon beim nächsten Problem, nämlich wenn ich über das Problem rede, erschaffe ich mein nächstes Problem. Ich bekomme dafür Aufmerksamkeit vom Gegenüber, ob das jetzt ein Coach ist oder eine Therapeutin. Und wenn ich für etwas Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich verstanden fühle, empfindet das Gehirn als belohnend. Und genau das ist das Problem. Über das Problem zu reden, wird vom Gehirn als belohnend empfunden. Und das Gehirn wird dann förmlich süchtig danach, möchte mehr davon. Es möchte noch mehr über die Probleme reden. Und so entsteht eben einerseits Abhängigkeitsverhältnis zum Coach oder zur Therapeutin und andererseits eben auch dieses Muster, dass man vermehrt und gerne über das Problem dann auch redet. Ich hoffe, damit neue Inputs dir geben zu können und freue mich über eine Diskussion. Ich nehme an, gerade dieses Thema und dieses heiße Eisen sozusagen Psychotherapie, Ursachenforschung, Vergangenheit, Problemgespräch und so weiter wird auch sehr viel Diskussion erzeugen.